Moin Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Rebel zusammen mit Jerome. Hallo. Und in unserem Lieblingsdungeon El Kasia. Ist eigentlich in Rebels ein Gegenstand, womit man seine Klasse wechseln kann? Wenn es auch Gegenstände gibt, womit man seine Rasse wechseln kann? Weil wenn man die Rasse... Weil wenn man jetzt die Rasse wechselt, dann muss man ja auch die Klasse wechseln. Ja, stimmt eigentlich. Du musst die dann teilweise pullen, ne, weil... Ja, mache ich. Kein Problem. Die... Bevor wir da in die Meute latschen. Ja. Singen der Deva läuft gleich schon wieder ab. Oh ja. Ach ja, warte. Ih, der ist nass. Wollen wir den mal ein bisschen aufwärmen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ein paar Flammen. Da kommt schon der nächste. Wie angekündigt, der nächste bitte. Also Rüstungsdrops sind richtig selten geworden hier.
Ja, ich glaube, R6 ist nicht so, nicht so dropfreudig. Nee. So geht's aber einigermaßen. Ja. Nebenbei mal versuchen, den zu tamen. Ja, auch meine Karte nachher noch geben. Oh, wer hätte das gedacht? Naja, der kommt jedenfalls noch zu uns, ja. Mein Gott, kloppt die schnell auf die Gegner ein. Aber man Seiten wächst. Die betäuben einen. Ab und zu machen die das, ja. Wenn davon so fünf um dich rumstehen, bist du gefühlt nur betäubt. Nicht wundern, wenn ich teilweise manchmal so viel HP verliere, das ist immer, wenn ich diesen einen Skill einsetze. Okay, ach, der dir den HP 1 abzieht, ne? Ja. Oh nein, ich laufe da wieder in die ganze Meute rein.
Deswegen sind die Djinns auch so. Oder ein Engel wird nur noch ein. Ja, von dem einen Djinn. Ach, vom Djinn? Ja, der da hinten ist. Der so abgehauen ist, weißt du. Diese Seite kannst du vergessen, das funktioniert auf dieser Seite nicht, weil dich die Djinns immer wieder in die anderen Gegner reinlocken. Ja, das ist das Problem, ja. Ein Pad. Oh ja. Es macht keinen Spaß hier, wo die Gyms sind. Nee, ne? Überhaupt nicht. Kotzen ist das. Oh, wegen der Deva ist abgelaufen. Keine Oha, scheiße. Oh, lass uns weg hier, das ist echt zum Kotzen. Ups. Hä, aber es ist auch. Guck mal, man kann nicht da drunter durchlaufen, das ist irgendwie voll merkwürdig. Mein Gott. Ja, Engel, du bist ja auch gar nicht dumm.
müssen auch gleich schon nachbacken. Ja. Eine halbe Stunde schon rum. Ging aber schnell. Dann lass uns das mal kurz machen. So, wo werde ich jetzt angegriffen? Das ist eine gute Frage. Ach, da oben ist noch ein Djinn auf der Brücke Ach, drauf. Telefon. Ist aber nicht wahr. Ah. Nein. Ach du Heim. Oh Gott, ist das nervig. Ja, weiß ich nicht. Sind das zu viele? Da sind überall noch Djinns um uns herum. Ach, da ja, da oben und da unten und ach, ist das schön. Ich liebe Djinns. Sind voll die coolen Gegner. Nicht nervig und... Mein Gott, wer greift denn die ganze Zeit? Ich müsste schon lange die Aggro haben, so oft wie ich meinen Engel geheilt habe. Ja, dadurch. Ja, wir müssen mein Pad auch gleich wieder nachbauen. Gott, wie die da alle oben stehen. Meine Fresse, jetzt hör doch mal auf, meinen Engel anzugreifen. Du behinderter Engel. Du behinderter Engel. Wichser. Diese Schimpfwörter habe ich natürlich gerade nicht benutzt. Nein, welche Schimpfwörter? Bei dir ist das so, wenn du jemanden heilst und dann angreifen drückst, greift er den an. Bei mir irgendwie nicht. Nö, wenn ich mich selber heile und dann... Ach so, ja, wenn du dich selber heilst. Ja. Ja. Okay. Nee, wenn ich jemanden anderen... Warte mal, das teste ich jetzt auch mal. Ich klicke jetzt zum Beispiel meinen Engel an. Dann greift er einfach nur den nächstbesten Gegner in der Nähe an, aber nicht den, den du... Bei mir greift er dann irgendwie gar keinen an. Ja, was machen wir jetzt mit den Djinns da? Können wir die irgendwie hier rüber locken? Oh Geil. Gott.
Du kannst da von oben natürlich schön angreifen, du kleiner hübscher Djinn, ne? Werde ich dich vernichten. Muss ja meinen Engel ganz schön interessant finden, dass du den immer noch angreifst, obwohl ich so mega krass geheilt habe. Und dich die ganze Zeit mit Damage bombardiere. Krieg sie nicht tot, ich bin Heiler, hm? Was sagst du dazu jetzt? Oh Gott, diese Djinns, die machen mich wahnsinnig. Wenn sie nicht wegfliegen, sind sie ja eigentlich nicht schlimm. So, jetzt einmal kurz nochmal mein Pet buffen, ich muss das ja einmal wegschicken. So, dann kannst du wieder einen pullen, wenn du willst. Pull the trigger. Sind aber auch lahm. Fernkämpfer. Gut. Nicht von da. Doch, die zwei Speer. Na gut. Haben wir eigentlich schon. Wir haben vergessen, Trank des Wachstums noch zu nehmen, kann das sein? Ist der dann abgelaufen? Mit dem
Ja, ist jetzt abgelaufen, schon länger, glaube ich. Ja, egal, wir haben da ja sowieso nicht so viele von. Nee, das stimmt. Ich weiß nicht, wann wir die nächsten. Wahrscheinlich ab 330. Wenn überhaupt noch welche dann kommen. Naja, meine lieben Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals, ich glaube aber, hier werde ich erstmal die. Willst du neue Buffs haben oder was stehst du hier so? Fragen. Aber nur ausnahmsweise. Ich bin ja kein Boomer, ne? Auf keinen Fall. Was denn? Wollte die irgendwas? Ja. Ja. Wir brauchen ja nur die hier vorne in der Ecke. Was wollte die denn? Ich wollte hier ein paar Mobs pullen, die da hinten, denke ich mal. Wir nehmen ja nur die hier in der Ecke. Oder ist das eine andere? Ne, das ist eine andere. Hey, ich verstehe immer noch nicht, was die wollte. Die wollte. Ich finde das jetzt nicht mehr im ganzen Chat-Chaos. Da stand, stört es euch, wenn ich hier auch ein paar Mobs pulle? Ach so, nö. Wir schaffen die ja sowieso nicht alle hier. Sie braucht ziemlich lange. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt hier erstmal die Folge beenden und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dann, ciao!